Die vorläufige Unfallbilanz im Burgenland. Ablenkung im Straßenverkehr ist die Unfallursache Nummer 1. Mit einem Anteil von 37% am Gesamtunfallgeschehen war Ablenkung im Jahr 2014 die häufigste Unfallursache auf Burgenlandstraßen und die Unfallzahlen steigen. Von 815 Unfällen mit Personenschaden ereigneten sich 303 Unfälle im Jahr 2014 durch Ablenkung. 7 Personen starben dabei. Ablenkung ist jenes Risiko, das im Straßenverkehr am häufigsten unterschätzt wird, aber trotzdem nahezu alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen betrifft. Wer am Straßenverkehr aktiv teilnimmt, egal ob als Fußgänger, Radfahrer, Moped, Motorrad oder Autofahrer, sollte die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen lenken, erläutert Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürz. Herzlicher zur heutigen Pressekonferenz gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit begrüßen. Es freut mich ganz besonders, dass ich heute sozusagen mit der Frau Diplom-Ingenieur Kaulich diese Pressekonferenz zu diesem wichtigen Thema abhalten kann. Es ist nämlich so, dass in den ersten 10 Monaten im Burgenland 19 Menschen ums Leben gekommen sind. Und aus meiner Sicht ist es immer so, dass alle, die getötet wurden, nicht tot sein sollten. Das heißt, es besteht die Möglichkeit natürlich, jeden Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang selbstverständlich auch hintan zu halten. Und deshalb sitzen wir heute hier. Denn die Hauptunfallsursache, das ist das Spannende an dem Thema, ist die Ablenkung. Das heißt, die Ablenkung hat den höchsten Grad an der Situation der Verkehrsunfälle, die mit tödlichem Ausgang beenden. Es gab eine Steigerung von 2013 auf 2014 um 9%. Das heißt, es waren 87 Getötete von allen, es waren 22%. Und jetzt gibt es schon, oder 2014 hat es schon 111 Getötete gegeben, das sind schon 31%. An oberster Stelle dieser Situation der Ablenkung steht natürlich das Telefonieren. Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung und dann kommen schon die SMS-Nachrichten, wenn man sich das vorstellt, nicht, dass jemand im Auto SMS-Nachrichten schreibt. Dann glaube ich, sollten wir wirklich daran gehen und es freut mich, dass das Kuratorium für Verkehrssicherheit hier gemeinsam versucht, auch das definitiv der Bevölkerung in das Bewusstsein zu rücken, dass das halt wirklich nicht möglich ist. Nicht? Also man muss definitiv in der Bevölkerung bekannt geben, bitte schreibt keine SMS, das kann zum tödlichen Ausgang führen. Ich glaube, desto dramatischer, als man es anführt, desto besser ist es. Dann kommt natürlich das Essen und Trinken im Fahrzeug und weiters auch CD wechseln, rauchen. Es geht so weit sogar, und das kennt auch jeder, dass man auf den Rücksitz greift oder dass man auf dem Beifahrersitz etwas hinlegt oder im Rücksitz die Kinder hat und zurückschaut und die Kinder irgendwie versorgt. Das heißt, das sind Themen, die man natürlich wirklich in aller Ehrlichkeit ansprechen muss, und ich glaube, dass es auch wichtig ist, das zu tun. Daher müssen wir gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit und ich als zuständiger Landesrat für Verkehrssicherheit natürlich sollten nicht nur aufmerksam machen, sondern es ist auch aus meiner Sicht unsere Pflicht, dass wir hier aufmerksam machen müssen. Und wir müssen natürlich auch mit aller Vehemenz und Verantwortung auf die Rücksichtnahme im Straßenverkehr hinweisen. Denn natürlich geht es da natürlich auch um Personen, die zu Tode kommen können oder gefährdete Personen, die dann gar nichts dafür können, die unschuldig sind. Und deshalb ist das Thema so wichtig. Wir kennen alle die Situation, wo wir schon einmal in der Lage waren, dass wir knapp bei einem Verkehrsunfall vorbeigekommen sind. Und das Gefühl danach kennen wir auch alle, wo man da wirklich zittrig ist. Das heißt, man muss natürlich auch dieses Gefühl der Bevölkerung ins Bewusstsein rufen, damit man wirklich diese Aufmerksamkeit dann auch im Straßenverkehr sich hervorholt. Was mir besonders gefällt, ist, dass das Kuratorium für Verkehrssicherheit eine Online-Plattform geschaffen hat, welche diese Gefahrmomente nachvollziehbarerweise aufzeigt. Also wirklich Gratulation. Es wird jetzt noch natürlich auch noch die Präsentation geben. Und
Wenn natürlich Unschuldige das Leben lassen müssen, dann ist es auch ein Auftrag für uns hier, besonders die Bevölkerung darauf hinzuweisen. Ich muss sagen, dass es natürlich auch wichtig ist, denn die Zukunft kann nur gut werden, wenn wir in der Gegenwart den Grundstein dafür legen. Wir müssen die Selbstüberschätzung, die Leichtsinnigkeit ansprechen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man sozusagen die Stärkung der Eigenverantwortung hervorhebt. Und das geht natürlich nur dadurch, indem man auch medial, und auch danke ich fürs Kommen, auch medial unterstützend hier uns sozusagen begleitet. Wenn man sich die Situation im Burgenland nochmal ansieht, es ist so, dass im Burgenland eine Analyse der Verkehrsunfälle Folgendes aufzeigt: Wegen Unachtsamkeit und Ablenkung steht an erster Stelle, hat es 7 Getötete gegeben, wegen Vorrangverletzung hat es 3 Getötete gegeben, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit hat es bis dato 4 Getötete gegeben. Und wie gesagt, die Unfallursache Ablenkung ist heute einmal die Herausforderung für die Zukunft. Unfälle künftig zu vermeiden, muss man natürlich auch alle Unfälle analysieren. Diese Analyse ist vom Kuratorium für Verkehrssicherheit auch entsprechend durchgeführt worden, also wirklich in aller Klarheit und penibel durchgeführt. Also ich glaube, dass man auch sehr froh sein kann, dass man das Kuratorium auch unterstützend hat, aber nicht nur als Politiker, sondern auch als Bevölkerung. Wir wissen, dass jeder Tote einer zu viel ist, und wir wollen auch im Burgenland zu den Besten gehören. Daher sind die Anstrengungen sehr notwendig. Was gibt es für Problem oder für Lösungsmöglichkeiten? So wie jetzt natürlich die Präsentation dieser Online-Plattform, glaube ich, ist einmal eine Möglichkeit, der Bevölkerung eine Information zu geben, mehr Aufmerksamkeit und Achtsamkeit zu haben im Straßenverkehr. Dann die Kontrolle natürlich im Bereich der Verkehrssicherheit, wo ich dann zuständig bin seitens der Landesverkehrsabteilung, wo man wirklich kontrolliert dass, und auch rigoros straft, wenn jemand SMS schreibt in Auto oder wenn jemand telefoniert ohne Freisprecheinrichtung. Natürlich die Bewusstseinsbildung, und dazu muss man natürlich auch sagen, und da wird die Frau Diplom-Ingenieur Kaulich dann jetzt näher darauf eingehen, dass wir einen Hauptschwerpunkt im Hinblick auf die Erstellung eines Verkehrssicherheitsprogrammes gemeinsam mit dem KfV umsetzen werden. Aber das ist der nächste Bereich, den wir dann präsentieren werden. Ich danke auf jeden Fall dem Kuratorium für Verkehrssicherheit und habe noch 2 Punkte, die ich kurz anmerken möchte. Das ist jetzt von der Polizei, das Dreivierteljahr 2015, und da fällt mir wirklich auf, und das deckt sich mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, dass im Bereich der Anzeigen und Organstrafmandate, dass der Bereich Gurtenpflicht sehr positiv kommt. Das heißt, das Anschnallen, da ist man schon ins Bewusstsein gekommen der Bevölkerung, es schnallt sich wirklich fast jeder schon an, also die Anzeigen gehen da rasant zurück, aber natürlich das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung, da schaut es natürlich nicht gut aus, und im Bereich der Geschwindigkeit schaut es leider auch nicht gut aus, aber ich möchte jetzt bitten, die Frau Diplom-Ingenieur Kaulich, um ihre Ausführungen. Ja, vielen Dank für die Einladung zur heutigen Pressekonferenz. Ich werde noch ein wenig auf das Thema Ablenkung eingehen. Wie schon ausgeführt durch den Herrn Schürz, ist das Thema Ablenkung für uns ein sehr wichtiges Thema, die Hauptunfallursache nicht nur im Burgenland, sondern in ganz Österreich. Wussten Sie, dass Autofahrer, Autolenker, die ohne Freisprecheinrichtung telefonieren, ein um 5-mal höheres Unfallrisiko haben als nicht telefonierende Autofahrer? Und wussten Sie, dass telefonierende Autofahrer, egal ob mit oder ohne Freisprecheinrichtung, um 40% mehr Fahrfehler begehen? Ich denke, das sind sehr kritische Punkte, aus denen dann sozusagen dieses höhere Unfallrisiko resultiert. Und wenn wir bei Beobachtung feststellen, dass täglich in Österreich rund 900.000 Fahrzeuglenker ohne Freisprecheinrichtungen telefonieren und rund 200.000 SMS versendet werden, während der Autofahrer als Lenker, dann sind das ganz kritische Zahlen.
Und nichtsdestotrotz ist es einfach unsere Aufgabe, uns um dieses Thema vertiefend zu kümmern, denn wenn man sich die Gesamtunfallstatistik anschaut und alle Unfallursachen näher betrachtet, dann sieht man ganz deutlich, dass von Jahr zu Jahr weniger Unfälle passieren und weniger Getötete auf unseren Straßen. Jedoch betrachtet man die Unfallursache Ablenkung, so ist die Tendenz genau gegenläufig. Das heißt, von Jahr zu Jahr steigen hier die Unfälle. Das ist darauf zurückzuführen, dass einfach die Smartphone-Nutzung immer mehr zunimmt, die Zahl der jüngeren Verkehrsteilnehmer, die älteren Verkehrsteilnehmer ablöst und für viele von uns einfach ein Leben ohne ständig erreichbar sein fast unmöglich schon ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns das immer mehr in Erinnerung rufen, wie wichtig das ist, dass während ich Auto fahre, mich voll konzentriere. Denn bedenken Sie, und das ist eigentlich ein ganz interessanter Fakt, wenn Sie mit 50 km/h unterwegs sind und nur eine Sekunde abgelenkt sind, legen Sie eine Strecke von 14 Metern im Blindflug zurück. Ein Großteil der Ablenkungsunfälle passiert nämlich genau im Ortsgebiet, nämlich genau dort, wo bei jedem Meter irgendein unvorhergesehenes Ereignis stattfinden kann und man einfach schnell reagieren muss. Die Hauptverursacher von solchen Ablenkungsunfällen sind die Pkw-Lenker. Warum ist das so? Das ist ganz klar. Also die Autolenker sitzen in einem sehr ruhigen Raum, müssen sich wenig anstrengen und können einfach mehrere Tätigkeiten gleichzeitig ausführen. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Tendenz der steigenden Ablenkungsunfälle nur bei den Pkw-Lenkern zu sehen ist, sondern eigentlich bei allen Verkehrsteilnehmern, Fußgängern, Radfahrern, Moped-, Motorradlenkern, also überall ist die Tendenz steigend. Und eine Studie des KfV hat jetzt gezeigt, also wir haben Beobachtungen gemacht, also da wurden 2500 Fußgänger beobachtet, wie sie über die Straße gehen. Und es hat sich gezeigt, dass 29% eigentlich massiv abgelenkt waren. Und wenn es in diesem Moment zu einem unvorhergesehenen Ereignis gekommen wäre, wäre es zu einem Unfall gekommen. Weiters, also ganz wichtig auch zu erwähnen ist, der Mythos Multitasking existiert einfach nicht. Das heißt, das menschliche Gehirn kann ein gewisses Volumen von Reizen pro Sekunde verarbeiten, wenn diese Tätigkeit, wenn diese Reize geteilt werden auf verschiedene Tätigkeiten, dann kann man einfach für jede Tätigkeit, kann man sie nicht exakt ausführen. Deshalb ist es einfach besonders wichtig, während wir im Verkehr unterwegs sind, als aktive Verkehrsteilnehmer, bitte um volle Konzentration. Was können wir, also die wir hier sitzen, eigentlich jetzt dagegen tun, aktiv dagegen tun, damit wir die Unfälle in diesem Bereich senken können? Das wichtigste Werkzeug, das uns zur Verfügung steht in diesem Bereich, ist die Bewusstseinsbildung. Und da bitten wir Sie einerseits, dieses Thema Ablenkung in Ihren Beiträgen weiterzubringen zu den Menschen. Das Land kann eben in einem Verkehrssicherheitsprogramm sich das Thema Ablenkung als Schwerpunktthema hernehmen und hier gezielt Aktionen setzen, um hier die Unfälle zu reduzieren. Und wir als KfV werden auf einerseits weiter forschen und andererseits versuchen wir auch Informationen zu den Menschen zu bringen und haben uns in diesem heurigen Jahr überlegt, wie wir das machen können. Und nachdem das ein Thema ist, das besonders junge Menschen sehr stark betrifft, haben wir ein Mittel gewählt. Und zwar haben wir ein interaktives Online-Spiel entwickelt und dieses möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Zu diesem Zwecke werde ich sozusagen hier hinten das an diesem auf dieser Wand projizieren. Das musst du umdrehen. Also dieses interaktive Online-Spiel ist
erzählt die Geschichte im Leben von einem Pärchen. Und zwar, es passiert etwas Bedeutsames und sie machen sich einen Treffpunkt aus. Und ganz wesentlich ist, es ist ein interaktives Video, wo man immer wieder aufgefordert wird, Entscheidungen zu treffen, wie es im wirklichen Leben auch ist. Und man kann sich für oder gegen eine Ablenkung entscheiden und diese Entscheidung ist auch entscheidend für den weiteren Handlungsstrang. Also ich entscheide mich jetzt einmal für die Rebecca. Das heißt, hier startet das Video, die Rebecca bekommt eine Nachricht vom Kurt und dieser bittet um ein Treffen. Sie sagt dann zu und dann beginnt im Prinzip die Geschichte. Ab jetzt wird man dauernd mit Fragen konfrontiert, wo man sich entscheiden kann. Also das ist eigentlich eine ganz einfache Entscheidung, da kann man noch nichts richtig oder falsch machen. Da entscheidet man sich, wie man sozusagen den Weg zurücklegen will, zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto. Ich entscheide mich jetzt einmal fürs Auto. Hier wird das Radio eingeschaltet. Und jetzt beginnt es eigentlich, hier kann ich jetzt mich entscheiden, richtig oder falsch, was mache ich? Also das geht jetzt in einem durch, ich entscheide mich einmal für ja, schalte das Radio ein. So. Und bevor jetzt was passiert, würde ich das Ganze einmal stoppen. Denn ich ziele natürlich darauf ab, dass Sie das selbst noch einmal spielen werden und Ihre eigene Wahl treffen. Und möchte Ihnen jetzt nicht meine Variante vorführen. Ich bitte Sie, das einfach daheim nochmal zu probieren. Was ich Ihnen aber noch weiter zeigen möchte, ist die Umsetzung der Information, die dahinter liegt. Und zwar ist es so, dass wir uns überlegt haben, wir zielen eben beim Thema Ablenkung ganz gezielt auf die Verkehrsteilnehmer der Jugendlichen hin und die kann hier durch das Hinunterscrollen genau reflektieren, was passiert in den einzelnen Szenen, was passiert bei den einzelnen Personen, wähle ich Rebecca oder wähle ich Kurt. Und hier werden weitere Informationen einfach verarbeitet. Diese Informationen kommen dann, wenn man hinunterscrollt. Auch das Thema Multitasking wurde bearbeitet und alle Informationen erhalten Sie eben durch das Hinunterscrollen. Ja, dann bleibt von meiner Seite eigentlich nur noch Ihnen viel Spaß beim Spiel zu wünschen. Vielleicht gibt man den trotzdem einmal nur zu sagen. Ne? Nein, das möchte ich nicht, so, weil es einfach so ist, weil da wird einfach die Spannung genommen. Ja? Es nimmt natürlich immer wieder überraschende Wendungen und wenn ich Ihnen das jetzt vorspiele, dann ich ziele darauf ab, dass jeder von Ihnen das einmal selbst einmal nutzt, dieses Tool. Ja?